Hi, Barbecue aus Rheinhessen, heute nicht aus Rheinhessen, sondern aus dem Studio von Pitmaster X und ich habe uns eine kleine Leckerei gemacht und zwar die hier. Das sind gefüllte Spitzpaprika mit Couscous, Feta und Chorizo. Richtig schön pikant und wie man die auf dem Grill macht, das zeige ich euch in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier seht ihr jetzt die Zutaten, die ich für meine gefüllten Spitzpaprika benötigen werde. Los geht es mit dem Fleisch natürlich. Wir haben hier gestern eine richtig schön pikante Chorizo besorgt. Die hat wirklich ordentlich Schub. Das soll auch so sein. Wir wollen ein bisschen was fühlen. Dann haben wir hier Paprikamark. Auch das hat ein wenig Schärfe. Zum Entschärfen haben wir ein bisschen Feta-Käse, ein paar Tomaten, natürlich frischen Knoblauch. Wie sollte es anders sein? Ein bisschen Limettensaft. Wir brauchen eine mediterrane Gewürzmischung, etwas Olivenöl und hier vorne zu sehen Couscous. Den werden wir jetzt gleich quellen lassen. Ich beginne auch damit, dass ich, also jetzt, ich habe jetzt hier 300 Gramm Couscous und an diese 300 Gramm kommen gleich 400 Milliliter kochendes Wasser. Und ich würze den Couscous jetzt einfach mit meiner mediterranen Gewürzmischung. Da kommen so anderthalb gute Esslöffel mit dran. Dann wird das gerade verrührt, alles miteinander. Dass dann gleich, wenn das Wasser drauf kommt, die Kräuter richtig schön auch die Feuchtigkeit aufziehen können. So, hier habe ich jetzt also 400 Milliliter kochendes Wasser. Das geben wir jetzt über den Couscous drüber. Rühren es kurz durch, dass es auch überall hinkommt. Oh, mit den Kräutern da drin, das riecht natürlich sofort großartig. Dann kommt ein Deckel drauf. Und das Ganze lassen wir jetzt für gute 20 Minuten ziehen, dass der Couscous richtig schön die Feuchtigkeit aufnehmen kann. Stelle ich gerade beiseite und wir machen mit den anderen Sachen weiter. Die Chorizo wird jetzt erstmal klein geschnitten, dass wir sie dann später in die Paprika reinfüllen können. Also einfach halbieren und dann in Stücke schneiden. Als nächstes habe ich jetzt hier ein paar Tomaten. Die werden jetzt gerade halbiert und dann nehmen wir das Kerngehäuse raus, weil ich möchte das Glibberige im Inneren nicht haben. Also einfach gerade mit einem Esslöffel das Innere rausholen. Und dann die Tomaten gerade in kleine Stücke schneiden, dass wir sie dann gleich später schön zu dem Couscous dazugeben können. Dann habe ich hier natürlich frischen Knoblauch, wie sollte es anders sein. Da nehmen wir einfach gerade das Ende runter und hacken den jetzt auch einfach klein. Das Tolle an dem frischen Knoblauch ist ja, ihr müsst ihn nicht schälen. Ihr könnt die Schale sozusagen direkt mitverwenden, weil die ja weich ist und der wird jetzt einfach nur fein gehackt. Dann kümmere ich mich jetzt noch um die Spitzpaprika. Die schneiden wir einfach der Länge nach auf, so dass wir sie nach Möglichkeit gleich gut mit dem Couscous füllen können. Und wenn ich jetzt hier so ein paar weiße Wände drin sehe, dann kratze ich die gerade eben mit dem Löffel raus, aber so richtig viel ist es nicht wirklich. Normalerweise könnt ihr eine Spitzpaprika einfach so direkt verwenden. Kerngehäuse ist da nicht wirklich drin. 10 Minuten später ist der Couscous bereit. Nehmen wir den Deckel runter und ihr seht, der ist richtig schön aufgegangen. Und die Kräuter haben auch richtig schön die Feuchtigkeit aufgesogen. Ich rühre den jetzt mal eben durch, dass wir da keine Klumpen drin haben. Aber der ist richtig schön fluffig. Perfekt. Da kommen jetzt die Tomaten, der Knoblauch mit dazu. Sowie natürlich die Chorizo. Dann habe ich hier den Saft einer halben Limette. Sorgt für eine richtig schöne Frische und ein klein wenig Säure da dran. Dann kommt noch ein kleiner Schluck Olivenöl mit daran. Beziehungsweise eigentlich eher so, ja, so 3-4 Esslöffel dürfen es bei der Menge schon sein. So, und dann habe ich hier das Paprikamark. Wie gesagt, das ist die scharfe Variante. Kommt mit dazu. Und jetzt rühren wir das Ganze vorsichtig durch. Denn der Herr der kleinen Schüsseln hat wieder zugeschlagen, wie ihr seht. So, und durch das Paprikamark färbt sich jetzt natürlich der Couscous schön rot ein. Dann haben wir die Chorizo damit drin und die Tomate. Das als solches ist schon ein super geiler Couscous-Salat, der eigentlich so schon auf den Tisch könnte. Wenn dann noch der Feta mit dazu kommt, Leute, Endstufe. Wir werden das aber gleich eben noch in die Spitzpaprika füllen und eben auf dem Grill dann die Paprika schön weich und süß garen. Zusammen eben mit dem Couscous da drin und den Chorizo. Die Chorizo wird dann ein bisschen was von ihrem Fett abgeben an den Couscous. Ich denke, ich muss das nicht weiter erklären, das wird eine geile Nummer.
So, zu guter Letzt, nachdem das jetzt alles verrührt ist, das sieht fantastisch aus, kommt jetzt der Feta-Käse mit dazu. Der wird einfach mit der Hand so grob zerbröselt. Den gebe ich immer erst zum Schluss mit dazu, damit er nicht wirklich komplett da auf sich auflöst in der Mischung. So, also noch einmal vorsichtig durchmischen, unterheben. Und damit ist meine Füllung für die Spitzpaprika fertig. Grill ist wie gesagt vorgeheizt, Spitzpaprika sind geöffnet. Dann geht es jetzt am Grill weiter. Mein Kugelgrill ist auch nicht vorgeheizt. Wir haben die direkte Hitze hier drüben. Hier drüben haben wir den indirekten Bereich. Das ist das, wo ich jetzt auch gerne meine Spitzpaprika hinlegen möchte. Die kommen jetzt einfach dicht an dicht hier hin. Dicht an dicht ganz einfach, damit für den Fall, dass etwas vorbeifällt, nicht so viel Platz ist zum Vorbeifallen. Aber das sieht auch schon ganz gut aus. So, und dann habe ich hier den Couscous und den setze ich jetzt in die Spitzpaprika rein. So sieht das Ganze jetzt fertig vorbereitet aus. Jetzt machen wir den Grill zu und lassen das Ganze bei 200 Grad eine gute Viertelstunde bis 20 Minuten darauf grillen. Okay, gute 25 Minuten später bei 200 Grad sehen die Spitzpaprika mit dem Couscous jetzt so aus. Ihr könnt sehen, die Chorizo hat richtig schön ein klein wenig Fett ausgelassen. Perfekt. Paprika ist weich. Großartig. Die kann jetzt runter vom Grill, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ich empfehle euch da auf jeden Fall, so einen Spatel zu nehmen. Und dann heben wir jetzt die Paprika vorsichtig vom Grill runter. So, hier sind sie also, meine gefüllten Spitzpaprika mit dem Couscous und der Chorizo. Und ich kann euch sagen, sie riechen fantastisch und natürlich wollen wir die ganz jetzt auch probieren. Ich schnappe mir mal hier so ein Stück Chorizo. Die Paprika ist natürlich jetzt schön weich geworden. Das ist absolut herrlich. Und ja, dann sage ich mal sehr zum Wohl. Wie gesagt, die Paprika ist herrlich weich geworden. Ihr habt die schöne Schärfe von der Chorizo und eine ganz leichte Schärfe aus dem Couscous bzw. dem Paprikamark, was wir da dran gemacht haben. Ich stelle mir gerade noch ein bisschen Feta-Käse. Der Feta-Käse ist schon richtig schön cremig. Das ist eine richtig, richtig feine Geschichte. Das Ganze könnt ihr natürlich auch als vegetarische Beilage machen. Einfach die Chorizo weglassen. Dann fehlt zwar so das gewisse Etwas, aber auf jeden Fall kann man das dann so als Beilage servieren. Ich werde hier nochmal... Es ist super saftig durch den Feta-Käse, durch die Tomaten, die da mit dran sind. Couscous ist kein Stück trocken. Wir hatten ja ein klein wenig Olivenöl noch mit dran getan. Und dann eben noch das Fett von der Chorizo. Das ist eine richtig, richtig leckere Geschichte. Vor allem ist sie schnell gemacht. Solltet ihr auf jeden Fall mal nachmachen, da wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Und ich hoffe, ihr habt auch Spaß bei dem Video. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und freue mich über einen Kommentar. Solltet ihr noch kein Abonnenten des Kanals sein, unter dem Video könnt ihr das gerne auf kostenfreie Ehrengriller-Basis nachholen. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten, wer bei Instagram ist, der hat hier vorhin eine Insta-Story gesehen. Schaut also gerne da mal vorbei, da seid ihr einfach mal näher dran. Das war's für dieses Mal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ganz viel Spaß beim Nachmachen. Macht's gut, euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.